Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich möchte euch heute mal diese zauberhaften Schachteln zeigen. Die habe ich in einer ähnlichen Form auch auf einem anderen YouTube-Kanal gefunden. Ich muss tatsächlich nochmal nachschauen, auf welchem Kanal ich die gefunden habe. Ich habe sie allerdings für mich ein bisschen abgewandelt und ja, keinen Anspruch auf Patent oder so. Nur ich habe ja einfach mal zwei verschiedene Größen draus gemacht und auch die Ursprungsschachtel abgewandelt. Die hat mir schon echt gut gefallen, aber jetzt gefällt es mir noch so ein bisschen besser. Ja, wir legen jetzt einfach einmal kurz los, uns das anzugucken, was wir heute craften wollen. Und zwar habe ich hier schon ein paar von gemacht. Da sind Weihnachtsleckereien drin, verpackte natürlich, weil sobald es irgendwie fettig hier in das Papier zieht, dann ist das natürlich nicht mehr so schön. Ich habe für diese Schachteln so einen Bastelkarton, also so ein müsste mindestens 260er sein, Papier genommen. Habe mir einen großen Block geschnappt und auseinandergeschnitten. Die kleine Variante, die hier, geht auch mit DIN A4 Papier. Die große Variante, da muss man entweder anbauen oder halt wirklich einen großen Block dafür nehmen. Ich schaue mal eben kurz nach dem Bildausschnitt, dass ihr alles seht. Ja, ihr seht alles, das freut mich. Genau, also große Schachtel, großes Papier, kleine Schachtel, DIN A4 Papier reicht aus. Ich zeige euch heute beide Varianten und hier habe ich einfach so ein bisschen was in verschiedenen Farben und Variationen gemacht. Ich habe diesen Bastelkarton genommen und ich hoffe, ihr könnt das sehen, genauso wie bei den Tags mit Gold- und Silberfarbe besprüht. Bei dieser Variante habe ich auch dunkelblaue Farbe noch dazu genommen. Ist übrigens Stoffsprühfarbe, die ich noch über hatte. Genau, hier seht ihr zwei Schachteln, die ich noch nicht fertig habe. Also da fehlt der Tag noch und ist noch sehr leicht, fehlt auch der Inhalt. Die anderen hier habe ich fertig gebastelt. So, bei dieser Variante handelt es sich um ein Sechseck. Sieht ein bisschen aus wie ein Blümchen. Und bei dieser Variante handelt es sich um ein Neuneck. Genau, und diese Variante kann auch so sein mit dieser Kuppel. Oder aber auch eingedrückt, das heißt, es ist, wenn man auf einer Seite anschaut, das eine hat eine Kuppel, das andere nicht. Hier kann man die Kuppel auch noch rausdrücken, es kommt immer ein bisschen darauf an, was man reintut. Genau, die hier werde ich dann noch zu Ende bestücken und hier mit so einem schönen Tag versehen. Ich habe mir hier so eine Handvoll Tags aus diversen Resten gemacht, die aber auch echt fein sind, also ich freue mich total darüber. Bestandsteilen und so. Die räume ich mir jetzt allerdings aus dem Weg. Das erste, was ich mit euch machen möchte, und bevor wir anfangen, wichtiger Hinweis, ich versuche euch die Anleitung hier, die habe ich in handschriftlicher Form gemacht, aber eingescannt. Ich versuche euch die hier zu verlinken. Gegebenenfalls, ich weiß nicht, ob das bei YouTube funktioniert, ein PDF anzuhängen. Wenn das ja nicht funktioniert, dann schicke ich euch den Link auf meinen meinen Facebook-Kanal. Auf meinem Facebook-Kanal müsste das eigentlich funktionieren, dass ich dort ein PDF hinterlege. Ich denke mir da was aus, packe das für euch in die Kommentare. Zu Anfang möchte ich jetzt mit euch mit dieser neuen Eckschachtel. Und alle die hier fertig sind, die räume ich mir jetzt einfach mal schick hier aus dem Weg und lasse sie als Anschauungsmaterial hier ganz oben fein an der Kante stehen. So, hier einfach, das ist doch eine schöne Kante für das Bild. Ich weiß nicht, seht ihr die noch? Ja, perfekt. Richtig weihnachtlich, das ganze Zauber hier. So, also ich habe hier zwei Streifen Papier. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitet, gefalzt, also immerhin die Falzlinien gezogen. Und zwar, also die Maße findet ihr dann alle in meiner Anleitung auch. Und zwar findet ihr einmal das Material für die Dose, die größere Variante hier, die hat 28,5 x 10,5 cm und die Maße hier für den Deckel, das hier wird der Deckel, hat 28,5 x 8 cm. Genau. Dazu braucht ihr noch zwei Kreise, die dann in den Dosenboden kommen sozusagen so aufeinander und halten den Dosenboden schick fest. Die beiden haben Maß von 6 cm, 7 geht auch, größer sollte es nicht sein. Kleiner sollte es allerdings auch nicht sein. 6 bis 7 cm. Ich hatte hier so eine schöne Form, 6 cm, das reicht mir völlig.
So, jetzt kommt Tipp Nummer 1. Fangt mit der Dose an, weil wenn der Deckel, wenn ihr mit dem Deckel anfangt, dann könnt ihr die Dose nicht ganz so gut anpassen. Weil manchmal, warum denn hier mal? Manchmal ist das ein bisschen Spack. Wenn das sehr eng ist, dann ist es leichter, den Deckel ein bisschen weiter zu kleben, als den die Dose enger zu kleben. Dementsprechend kleiner Tipp vom mittlerweile Profi, weil schon so viele Dosen gebastelt. Fangt mit der Dose an. So, wir fangen mit dem großen Stück an. Das ist unsere Dose. So, und die hat zwei Falzen an der langen Seite. Und zwar ist die eine bei so an. Der Teil hier ist ein 3,5, dann kommen wir hier in die 4 und dort in die 3 cm Abteile. Dann haben wir hier die, ich hoffe, könnt ihr die Falzlinien sehen. Ja, könnt ihr, sehr schön. Ich habe ein freundliches Mausgrau gewählt, kann man ganz gut sehen, die Linien. Und dann haben wir die Quereinteilung hier und die liegt bei 2,9 cm. Komischer Wert, das liegt daran, weil der Deckel hier die 3 cm hat und die Dose unten, die muss ein bisschen kleiner sein. So, jetzt sind wir nämlich hier bei den Dosenfalzen, sage ich mal. Wie habe ich das gezogen? Also hier habe ich tatsächlich bei den langen Parts habe ich mir mein Falzbrett geschnappt. Bei den Querparts hat mein Falzbrett nicht die richtigen Linien für mich. Deswegen habe ich mir hier ein Lineal geschnappt und die mit so einem Stift hier zum Falzstift gezogen. So, jetzt ist sehr zu empfehlen, erstmal die langen Kanten zu knicken. Dafür nehme ich mir immer ein Lineal hier zur Hilfe. Also wirklich das hier einmal rüberholen. Ja. Und was natürlich auch noch ganz hilfreich ist, ist so ein Falzbein. Ich habe jetzt leider nur so ein blödes aus Plastik. Ich habe mir zum Geburtstag ein richtiges gewünscht aus Stein oder meinetwegen auch Knochen. Also Knochen als Veganer schon ein bisschen schräg ist. Aber gut. Also erstmal die langen Seiten werden gefalzt. Schwuppdiwupp. Und ich möchte beide Dosen, also beide Größen gleich mit euch machen. Ich werde mir noch 4 davon basteln, aber dann muss ich euch natürlich nicht mitnehmen. So, die kleine Seite, die 3 cm Seite, ist die, die gleich eingeschnitten werden hier unten. Aber das machen wir erst, wenn wir die Falzen gezogen haben. So, ich mache das, also hier beim Falzen, da scheiden sich die Geister immer ein bisschen. Wie falze ich richtig? Also ich mache es mir leicht, schnapp mir meine Fingernägel und knick mir das hier einfach so ein bisschen rein. Und zwar mit der umgeklappten Seite, weil dieser Teil wird nämlich später hier reingeklebt. Dieser Teil sind die Laschen des Bodens, werdet ihr gleich sehen. Der Teil hier, den muss man auch nicht so richtig scharf knicken, weil der wird ja, also der wird ja nie einen senkrechte, hier so einen senkrechten Winkel bilden, einen rechten Winkel heißt das Ding. Mhm. Der wird ja einfach wie so ein Ring dann gleich werden. Wie gesagt, ich kann jetzt 10-mal sagen, ihr werdet es ja sehen. So. Dementsprechend muss man sich jetzt hier bei den kleinen Stückchen nicht so die Mühe geben beim wirklich hart falzen. Also da würde ich jetzt nicht das Falzbein rausholen. Klar, wer sagt, boah, ich möchte richtig scharf geschnittene Kanten haben, soll das tun. Ich mag die ganz gerne auch gerade bei der Dose ein bisschen weicher. Das heißt also, meine reine Fingerkraft hier, die reicht mir hier völlig. So, das letzte Stückchen noch. Ihr seht hier beim letzten Stück, das ist kürzer. Das letzte Stück ist deswegen kürzer, weil es sich hierbei um eine Klebelasche handelt. Bei solchen Aktionen hier sind Klebelaschen sehr von Vorteil. Also ich kann euch das ja mal zeigen. Das wird hier rüber geklebt später. So, und was sagt uns das für den Boden aus? Diese Ecke hier ist unnütz. Also der untere kleine Part der Klebelasche ist unnütz. Aber die anderen sind äußerst nützlich. So, und jetzt schneide ich hier genau bis zu dieser Falzkante ein.
bis zu der langen. Das hier werden nämlich gleich meine Bodenlaschen, die mit dem Kreis zusammen halten die dann meinen Boden fest. Mit beiden Kreisen. So, was ich jetzt nämlich auch gleich noch brauche, das hatte ich gerade unterschlagen an Material, ist Kleber. Und was ihr für welchen nehmt, sag ich mal so, ist relativ egal. Mir ist das immer nicht ganz so egal, weil ich möchte gerne was haben, was nicht so ausdünstet. Vor allem gerade, wenn ich was Süßes da reinpacke, dann möchte ich nicht, dass ich da so einen krassen Lösungsmittelkleber drin habe. Ich nehme einfach meinen ganz normalen Junk Journal Kleber. Der spielt da ganz gut mit. So, wer jetzt sagt, Mensch, hier, wenn ich das jetzt hier aufeinander klebe, das trägt mir zu sehr auf, wenn das hier doppelt ist, der möge einfach hier die innere Lasche auch noch entfernen. Also dieses Stück hier. Mir ist das ehrlich gesagt in der Dose drin relativ egal. Wichtig ist nur, dass die Klebelasche innen ist. Das ist aber auch so ein optisches Ding. Die muss jetzt nicht innen sein, die darf innen sein. So. Das heißt, ihr klebt jetzt hier diese Lasche fest. Einmal Kleber aus dem Wasser befreien, also nein, Pinsel aus dem Wasser befreien. Trocken machen, weil das ist natürlich hier Pappe, die weicht ein bisschen auf, wenn man sie zu nass macht. So. Genau, ich dachte gerade, ich will das nach innen packen, also bestreiche ich diese Fläche hier mit Kleber. Wichtig bei dieser ganzen Aktion ist, wir kleben hier gleich die Dose fein. Wir werden dann auch den Deckel an die Dose anpassen, weil die Dose machen wir deswegen auch zuerst. Wir kleben auch die Dose fein, aber bevor wir hier alles zusammenziehen oder hier richtig wilde Sachen machen, sollte der Kleber wirklich trocken sein. Sage ich jetzt so im Guten, nein, Spaß beiseite. Also das sage ich deswegen, weil wenn der Kleber nicht richtig trocken ist, verzieht sich die Dose oder sie geht schlecht und wenig ergreifend wieder auf. Und das ist sau ärgerlich, weil, also es wird jetzt nicht so ein mini kleines Video. Moment, ich mache jetzt mir nochmal einen Spaß draus und klebe mir nochmal die untere Kante an. Das hatte ich nicht unterschlagen. Man muss es nicht tun. Ich hatte aber ganz gute Erfahrungen damit gemacht. So, also deswegen habe ich das gerade auch nicht erwähnt, weil man es nicht unbedingt machen muss. Ich ziehe jetzt hier nochmal so eine klein bisschen Kleber mit rein. Das macht das Ganze noch ein bisschen stabiler. Weil ich habe hier tatsächlich sehr festen Cardstock genommen. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mir mal verraten, wann man was Cardstock nennt? Und gibt es da irgendwelche Mengenbeschränkungen? Nein, Größenbeschränkungen? Weil ich bin mir da mal sehr unsicher, wann sage ich, es ist Cardstock und wann sage ich, es ist Craft Paper und wann sage ich, keine Ahnung, es ist Klaus. Ich weiß es nicht. Den Kleber gefasst. Das ist der Vorführeffekt. So, jetzt aber. So, erstmal möchte ich, dass du hier richtig drauf klebst. Vielen Dank. Das Schöne an diesem Junk Journal Kleber ist, der ist so ein bisschen pappig, dann, wenn man den einmal drauf geklebt hat, also einmal eingestrichen hat. Und dann kann man den wunderbar, sag ich mal, nochmal abziehen und wieder draufkleben. Und dann pappt der so richtig fest. Das macht Spaß. Also ganz ehrlich, mit dem Zeug zu basteln, ist man richtig Laune. Ich habe da schon einige Kleber durch. So. Jetzt haben wir ein Armband. Das Schöne ist, wenn man diese Klebestreifen hier vorher einmal einstreicht, kurz mal eben ein bisschen was anderes macht oder kurz antrocknen lässt und dann zusammendrückt, dann pappt das schon richtig gut. Jetzt ist gerade mein Pappzeug hier drin, das ist ein bisschen bockig. Ich bin ein bisschen wuschig eingestrichen, ne? So, wir haben einen Ring mit Flattern. Gut zugeklebt. Der hält schon ganz gut. Was ich jetzt mache, ich versuche die kleinen Sollte ich nicht mehr abends Videos machen, wenn ich Sprachfindung störe.
Ich versuche das jetzt alles so übereinander zu klappen wie Dachziegel. So, das heißt aber auch, ich muss beim letzten, bei dem hier, muss ich zwar hier rüber, aber da drunter, so ein bisschen wie ein Umzugskarton. Stellt euch vor, es ist ein Umzugskarton. So. Das heißt, ihr habt hier einen schönen Ring. Ja, und den kann man jetzt ein bisschen ausrichten, dass der jetzt hier einmal relativ gleichförmig ist. Relativ ist relativ, weil das ist ein Neuneck. Es wird nie symmetrisch. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt nehmen wir uns hier so einen von den Deckeln, von den Kreisen. Das hier wird der Boden. Und hier empfiehlt es sich, den sehr gut einzustreichen mit Kleber, dass der hinterher keine Wellen schlägt oder nicht irgendwo doch eine Kante irgendwie hochkommt, weil das finde ich immer nicht so schön, wenn man irgendwie mit diesem Boden dieser Schachtel irgendwo hängen bleibt. Dementsprechend. Zack. Einmal ordentlich eingemanscht. So, und jetzt Zielwasser. Zack. Hier ist es jetzt in dem Moment fein, ich habe schon ja so viel Kleber von hier, fein, den erstmal so ganz bisschen anzudrücken, Dose umdrehen, hinstellen. Mal so ein bisschen rumtatschen. All die Weile, haben wir noch einen zweiten. Und das macht das ganze Ding dann einfach auch stabil. So. So, es kann gut sein, dass ihr so ein ähnliches Bastelvideo oder auch dieses, also mal diese schöne Stern- oder Blumenschachtel schon gesehen habt. Maybe, vielleicht erklärt auch die Crafty-Kollegin oder Kollege das ein bisschen weniger stockig, als ich das gerade tue. Ich muss dazu sagen, ich habe heute ein paar Stunden Reitunterricht gegeben und bin, glaube ich, deswegen schon durch mit meinen Worten. War das bei Frauen 3000? Nein, 30.000. Oder 10.000? Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall zu wenig für heute. So, einmal ein bisschen festdrücken. So, wenn ihr jetzt irgendwas Schweres habt, wie so ein Bleisäckchen oder irgendwas, könnt ihr das da reintun und das dann in Ruhe hier trocknen anziehen lassen. Auf jeden Fall können wir das Ding erstmal zur Seite stellen und vergessen. Und den Kleber räume ich jetzt auch vorerst erstmal zur Seite. Weil hier bedarf es ein paar Erklärungen. Ich habe hier auch gefalzt. Ich schaue mir nochmal an, ob ihr alles sehen könnt. Yes. Außer, dass das Video gerade hier bei mir auf dem Kopf ist und ich das nachher wieder zurückdrehen muss. Der ganze Rest. So, ich räume erstmal meinen Trail weg. Also, wir haben gefalzt. Und zwar haben wir hier unten 1 cm. Dann kommt danach ein 3 cm Stück. Dann kommt hier der Rest. Und bei dem Rest, den teilen wir mit einem Strich in der Mitte. Also, vielleicht seht ihr mal einen kleinen Bleistiftstrich. Das ist hier nur Bleistift, das ist keine Falz hier, der hier. Den teilen wir mit einem Bleistiftstrich und dann verbinden wir quasi immer Ecke mit Ecke, aber nur bis zur Mitte. Also nur bis die Linien sich treffen. Da, wo die Linien sich treffen, geht es senkrecht Richtung, Richtung Papierende. Also hier, ihr seht, es ist wie so ein Y gemacht. Die Seite hier ist wieder meine Klebekante. Die Seite hier oder dieser kleine 1 cm Kante, die wird, ja, genauso wie ihr es hier in der Dose habt, wird hier reingedrückt. Also das ist quasi so eine Kante, eine Lasche, die nach innen kommt und die knicke ich mir auch zuerst. Also auch hier mache ich das so. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, aber ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, erstmal die langen Seiten zu knicken und das auch mit Hilfe eines Lineals, wenn es hier so ein bockiger Karton ist. Für die langen Seiten mache ich wieder mit dem Falzbein. So, auch die hier einmal nachziehen.
So, jetzt wird's lustig. Wir wollen jetzt die knicken, hier, wie wir das gerade beim Deckel gemacht haben. Also hier rein. Jetzt kommt ein Aber. Diese Knicke werden hinterher Täler. Das heißt, ich muss, also die hier bleibt ein Berg, das hier ist ein Tal. Das heißt, ich falze mir das jetzt hier per Hand einmal nach innen und knicke es mir dann einmal nach außen. Das hier ist für den oberen Teil, für den Part hier wichtig. Das heißt, einmal nach innen. Das heißt, ich stelle jetzt hier die Geschmeidigkeit der Knicke her. So. Ja, ich habe immer noch walnussbraun gefärbte Finger. Von echten Walnut. Das ist nicht das Walnut Stain, das ist echte Walnuss. Und das Ganze hier neunmal. Schwuppdiwupp. Und lalalala. Jetzt kommt Fahrstuhlmusik. Nein, nicht im Ernst. Gucken, wann ich dieses Video live setze. Das kommt ein bisschen drauf an, wie ich mit den PDFs längst komme. Weil ich würde euch wirklich gerne meine handschriftliche Erklärung mit dazu geben. Also einfach so, welche Maße sind es, was mache ich in welcher Reihenfolge, kleiner Tipp dazu. So, das wäre schon echt, glaube ich, ganz sinnvoll. So, jetzt sind wir so weit, dass wir hier, sag ich mal, grundsätzlich alles geknickt haben. Jetzt kommen wir hier zur Klebelasche. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir das wie bei der Dose und kleben die Klebelasche nach innen. Dann sieht man nichts. Alternativ kann man sie auch nach außen kleben. Und diese kleine hier kann man dann als, sag ich mal, hier so was reinstecken. Das ist ein bisschen stabiler. Das sieht schicker aus, wenn man die Klebekante dahinter verschwinden lässt. Ich bin jetzt gerade mal für schicker. Und dementsprechend schneide ich mir hier dieses kleine Quadrat hier hinten. Es ist gerade mal übrig. Und nee, wird nicht gebraucht. So. Um uns das Leben hier auch wieder ein bisschen leichter zu machen, nehme ich den Kleber. Und habe meinen Abtrocknelappen irgendwo hingepackt. Und jetzt mache ich mir auch diese Kante. Die muss nicht so super akkurat geklebt sein, aber so ein bisschen Kleber drauf, dass sie einfach innen bleibt, ist schon ganz gut. Also keine Akribie mit der Innenkante. Das ist wirklich nur eine reine Haltbarkeitsgeschichte. Ja, manche sagen jetzt Fusch am Bauch, kannst du nicht machen. Ja, manchmal kann ich das. So. Wenn man jetzt so einen etwas dickeren Karton hat, ich glaube, hier wäre einfach Bastelkarton, ist das. Also, es müsste 260er sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, so. Der schmatzt ein bisschen. Also, wenn man den Kleber draufpackt und drüber streicht, den Schmatz, der geht nochmal auf. Und da ein paar Mal drüber gestrichen. Dann hat man seinen Effekt. So, und bevor ich jetzt diesen Ring zuklebe, bevor ich den Ring jetzt hier so schließe, muss ich mich erstmal um diese Falzen kümmern. Das sind diese Sterndinger. So, und das Y, was ihr hier seht, wird zum Berg. Das heißt, ich bin Rechtshänder, deswegen mache ich mir das so. Ich drücke mir unten. Hier unten drücke ich mir das Y hoch oder die lange Seite und drücke die hier oben einmal zusammen. Ja, komm, schaff mal. Klebst du die Finger? So, ich drücke mal das Y hoch und drücke es mir einmal zusammen.
Das ist jetzt erstmal so ein bisschen Vorbereitung, als wolltet ihr es kneifen. Hier reinkneifen, da reinkneifen. Dort reinkneifen. Je dicker der Karton, desto eher rutscht es euch ein bisschen in der Hand hin und her, wie bei mir jetzt gerade. So, man kann es aber auch von der Seite machen. Kann es einfach hier zusammendrücken. Das ist sogar noch einfacher. Das ist schön, habe ich gerade rausgefunden. Das habe ich alles selbst entdeckt. Nein, bestimmt gab es diesen Trick schon vorher und ich habe ihn jetzt einfach nur gerade erst festgestellt. So, das heißt, wir haben jetzt hier oben haben wir uns die Y-Lone gekniffen. So, ihr seht, wenn man das jetzt zusammenschiebt, wird das schon diese Sternform. So, gleich wird es so sein, dass wir das hier dann schließen. Aber, ich muss mit dem Pinsel dann nochmal baden gehen, baden lassen, wenn man das uns eintrocknet. Wichtig ist jetzt an dieser Stelle, nicht den Kleber wegschmeißen, sondern bevor wir das zukleben. Also ich habe es jetzt einmal gezeigt, dass man hier diese Sternform hat. Bevor wir das zukleben, stechen wir jetzt hier oben die Y-Teile einmal durch. Und ich habe natürlich gerade meine Häkelnadel weggeräumt. Das macht man immer genau dann, wenn man sie braucht. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Spaß der Seite. Und Faden braucht man auch noch. Aber ich jetzt hier. Ach Gott. Es wehrt sich. Jetzt hier diesen schönen Faden. Jetzt gucken wir uns doch mal an, was hier ganz gut passt. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube heute zu viel. Dass ich den grünen nehmen würde. Der sieht doch ganz gut aus, oder? So. Und das hier ist jetzt eine Pi mal Auge-Geschichte. Also, ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo noch ein bisschen Papier finde, was ich benutzen kann zum Unterlegen. Ich werde mir jetzt nämlich nicht hier meine komplette Bastelschablone. So. Pragmatisch. Hier Y wieder zusammenkneifen. Der Prickelnadel. Durchstechen und macht euch das Loch wirklich groß genug, dass ihr da gleich einen Faden durchziehen könnt. So, nächstes. Anpeilen. Durchstechen. Also bei dem hier zum Beispiel habe ich ja eine Jute-Schnur genommen. Und da hatte ich schon ein bisschen Mühe, durch die Löcher zu kommen. Jetzt kommt Trick 17, macht an die Enden von der Schnur ein bisschen Kleber. Und wenn ihr da Kleber dran macht, dann könnt ihr nämlich viel leichter, groß Kleber, bevor ich jetzt hier weiter durchsteche, nehme ich mir meine Schnur mal und mache da ein bisschen Kleber dran. Getan. Weil ich tue jetzt nämlich mal so, und das mache ich auch echt mit dem Finger, und drehe mir das hier wie so eine Nadelspitze. So, und jetzt lege ich mir das hier so über die Kante, dass das irgendwie trocknen kann, ohne anzukleben. So. Kleber von den Pfoten. Zack, zack. So. Weil dann komme ich nämlich durch diese Löcher auch durch. Weil das andere. Ich hoffe eigentlich, ihr könnt das sehen, dass ich mich hier durchsteche. Also nicht in die Finger stechen, also ich habe die Finger rechts links davon. Von dem Stech, also von dem Loch. An der Stelle, wo ich durchsteche. So. Schwuppdiwupp. Und das ist gar nicht so leicht bei den Videos, wenn man gerade hochkonzentriert mit einem sehr spitzen Gegenstand umgeht, auch noch weiterzureden. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung bei YouTube-Videos im Bastelsektor. Das Verletzungsrisiko steigt mit der Anzahl der Wörter, die man so verliert. So, letztes Loch.
Da gibt es garantiert auch noch einen Trick, wie man das irgendwie schöner hinkriegt. Mir ist gerade nicht mehr nach Tricks. So. Ihr seht, wir haben Löcher gestochen, wir haben hinten die Kante angeklebt. Wir sind schon ganz schön weit. Und oh. Komm, das ist schon ganz gut. So, und jetzt ist natürlich, wenn man das von einer Seite durchsticht, macht das total Sinn, auch von der Seite, von der man gestochen hat, den Faden durchzuziehen. Aber sonst muss man mich gegen diese Stich, oh Gott, schwieriges Wort, Stichrichtung arbeiten. Damit macht man sich das Leben eigentlich schwerer, als es sein muss. So. Durchgefädelt. Wie bei so einem Fädelspiel. So, es reicht hierbei voll und ganz, wenn, wenn ihr den Faden so lang macht, wie dieses Stück ist. Wenn man es zusammengezogen hat, habt ihr eh noch voll viel Fadenübung. Wichtig ist allerdings, dass ihr es nicht direkt zusammenzieht, weil sonst nämlich die Klebekante immer wieder aufgeht. Also die hält viel schlechter, wenn man sich diesen Stern hier schon zusammengezogen hat. Wollte ich damit sagen. So, was ich gleich machen werde, also ihr kriegt jetzt hier die volle Dröhnung, die volle Länge abgepackt hier mit der neuneckigen Schachtel. Bei der sechseckigen gleich, da werde ich einfach euch einen Zeitraffer anmachen. Ich habe es überlegt. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt schon ist. Joa, nicht so ganz kurz. Und jetzt überlegt mal, was man eigentlich für einen Stundenlohn ansetzen muss. Oder nein, was die Schachtel eigentlich kosten muss, sollte man nicht verkaufen. Also es ist eigentlich total das wertvolle Geschenk. Selbst wenn man einen Stundenlohn von 10 Euro ansetzt, bis man die hier gebastelt hat und auch noch dekoriert hat, also ein Tag dran und vielleicht noch irgendwie so ein Weihnachtssternchen oder irgendwas. Bis das passiert ist, weiß ich nicht, eine Stunde? Da ist man schon ziemlich flott unterwegs, wenn man das in einer Stunde schafft. Also, wir haben es durchgezogen. Schau mal eben auf den Wecker, wie lange das jetzt hier schon läuft. Zeigt mir ja gar nicht an, das ist ja lustig. Doch, da. Na, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde dran. Gut, also es wird nicht ganz eine Stunde dauern, bis man so eine Schachtel fertig hat. Oder vielleicht bin ich auch nur langsam. I don't know. Wobei, natürlich, das Tag basteln, das Dekorieren. Also man kann natürlich hier auf diese Dreiecke kann man noch Papier, also Motivpapier draufkleben oder in der Mitte auf die Blume hier oben drauf kann man noch ein Sternchen setzen. Das geht alles. Muss aber nicht sein. Ja, und je aufwendiger ihr es dekorieren wollt, desto länger werdet ihr dafür brauchen. So, nun mal ganz ehrlich, wer kauft denn eine, sag mal, Pappschachtel, wo man vorher noch das Papier zugeschnitten hat und die Falzkanten gezogen hat und so weiter und so fort. Nur wer kauft so eine Schachtel für, boah, also wenn man 10 Euro Stundenlohn ansetzt und ein bisschen Papier dazu, dann ist man mal locker bei, sagen wir mal mit Dekoration, Tag basteln und Falz und Tüdelü ist man bei 1,5 Stunden. Und dann hat man noch ein bisschen Wareneinsatz. Ist man vielleicht bei 18 Euro, wenn es gut läuft. Das ist jetzt das Problem der Geschichte des Kunsthandwerks. Ne? Also wenn man jetzt nicht was richtig Außergewöhnliches macht, kann man dafür irgendwie auch gar nicht viel Geld nehmen. Ist jetzt nicht so, dass ich die Schachtel verkaufen wollen würde. Ich denke mir immer, wenn ich das bastel und verschenke, das ist eigentlich, ist das echt auch, sagen wir monetär ausgedrückt, ein echt wertvolles Geschenk. Einfach, weil man Zeit, Liebe, Ideen reingesteckt hat, die man so in der freien Wirtschaft dafür nicht bezahlt bekommen würde. Obwohl sie eigentlich unbezahlbar sind. Oder, sag ich mal, wenn man sie mit Geld aufwerten wollen würde,
dann. Jetzt habe ich fast meinen eigenen Tipp ignoriert hier. Also beim Schwelgen über, was würde sowas kosten, wenn man es kauft. Ja. So, ich nehme wahr, das funktioniert wie abgemessen. Also, was will ich damit sagen? Manchmal vermisst man sich um 1-2 Millimeter. Dann funktioniert das ja mit der Klebekante nicht oder man klebt es wirklich straff zu eng, dass man den Deckel dann nicht mehr auf die Dose bekommt. Das ist sau ärgerlich, wenn man bis hierhin gekommen ist, hat man erstmal schon Zeit und Material verbraten und bestimmt auch ein paar Nerven. So, das heißt, mein Tipp ist, versucht es einmal quasi um die Dose drumherum zu schlingen, während der Kleber noch nicht ganz trocken ist oder direkt bevor ihr klebt, wie ich das gerade gemacht habe. Zieht das hier mal so drüber. Und wenn ihr das hier irgendwie drüber kriegt, auch wenn es ein bisschen Spack ist, sobald ihr es so drüber kriegt und ein bisschen bewegen könnt, habt ihr gut gemessen und es funktioniert. Also hier geht es wirklich um Millimeterchen hier unten und den kann man immer locker flockig machen. Wenn man das hier richtig fest zugeklebt hat und es ist, der Kleber ist trocken, dann hilft nichts. Dann müsst ihr wirklich einen Keil reinschneiden. Das ist mir auch schon mal bei einem Stern passiert. Man kann es noch kaschieren, aber wenn man, ey, das ist so, also ich habe mich da echt drüber geärgert, wollte ich damit sagen. So, das hier stelle ich jetzt mitsamt dem Boden zur Seite und lasse das hier fröhlich vor sich hin trocknen. Ich denke mal, am Ende des Videos werde ich das zusammenziehen können und euch zeigen, wie ich das denn zusammenziehe. Also, meine neuen Eckschachtel geht jetzt trocknen. Simsalabim. Jetzt kommt die 5-Eck-Schachtel. 6-Eck, Entschuldigung. Es ist ein 6-Eck. Für das 6-Eck brauchen wir 1 Dose. Ein Papier für die Dose. Das Papier für die Dose ist 35 x 12 cm. Deswegen habe ich gesagt, 35 ist das lang, es passt nicht mehr mit DIN A4. Also Dosenpapier 35 x 12. Deckelpapier 35 x 9. 2 Kreise 9 cm. Lass es 8,5 sein, wurscht, egal. 9 cm habe ich festgestellt, passt für mich gut. Also wenn ich hier mal so eine fertige Dose nehme und die umdrehe, passt doch wie A auf E, oder? So. Was sollte mit dem Plunder? Auch hier machen wir zuerst die Dose und nicht den Deckel. Dose zuerst. Ich habe mir die Falzlinien gezogen. Ja, seht ihr wieder schön? Die Falzlinien sind, also die langen hier, ne? 3,5, also dieser Part ist 3,5, 5, 3,5. Und dann haben wir hier die Abstände. 5,4, 5,4, 5,4 und so weiter. Hier gehe ich auch wieder so vor. Erstmal die langen Falzbein. So. So, jetzt war ich eigentlich das, was ich gar nicht machen wollte. Also nein, ich mache nicht das, was ich nicht machen wollte, sondern ich wollte euch jetzt einen Zeitraffer holen. Das werde ich jetzt auch tun, weil im Endeffekt diese Schachtel hier, die funktioniert haargenau so wie die 9-Eck-Schachtel, nur dass hinterher eine Schachtel mit 6 Ecken rauskommt. Dementsprechend mache ich jetzt hier mal kurzen Cut, um euch den zweiten Part dann im Zeitraffer zu geben. We'll be right back.
Zeitraffer wartet jetzt dabei, wie ich die große Dose mache, mitsamt Deckel. Und den Spaß stelle ich jetzt erst nochmal zur Seite. Das ist dann nochmal mein Trocknen. Jetzt möchte ich mit euch nämlich hier einmal noch die Strippen ziehen. Yay! Ich möchte mit euch die Strippen ziehen. Dazu ziehe ich mir den Deckel einmal auf die Dose drauf. Und zwar, ja, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Kann man es sehen? Ich muss gucken, ob man das sehen kann. Ja, man kann es sehen. Und zwar maximal so weit bis zur Kante hier. Also bis zu dieser Knickkante. Kann ein bisschen drüber sein. Das ist überhaupt kein Thema. Nur bitte nicht da drunter. Also dreht das auch mal und guckt mal, dass ihr überall, sag mal, mit der Knickkante, also mit dieser Kante hier, noch nicht am Rand der Dose seid. Seht ihr da? Also so wie es jetzt ist, ist es eigentlich perfekt. Nein, nicht eigentlich, sondern es ist perfekt. Und jetzt ist ein bisschen Geduld gefragt. Nein, jetzt ist es mir zu weit runtergerutscht. Ist ein bisschen Geduld gefragt. Und zwar zieht ihr jetzt hier Elend und Verzweiflung. Bleibt doch auf der Kante so. Zieht ihr jetzt einfach hier Stück für Stück die Sternform zusammen. Stückchen für Stückchen. Stückchen zieht man den Stern jetzt eher. So. Und macht das wirklich mit Geduld, weil, also je nachdem, was ihr für eine Stärke nehmt von dem Papier, kann natürlich auch eure Löcher mal ausreißen. Weil je dünner der Faden, desto eher ist es tatsächlich eine Gefahr, dass ihr das ausreißt. Gut, je dicker der Faden, desto eher ist die Gefahr, dass man stecken bleibt. Mit dem Faden in der Dose oder in den Löchern hier im Deckel. Zieh, zieh, zieh. Wusel, wusel, wusel. So hübsch das Ergebnis ist, so wuselig ist es mitten dran. Wo ich es aber ein bisschen höher, dass ich ein bisschen mehr Spiel habe. Ich habe gerade gesagt höher. Das heißt nämlich auch, hier, diese Dinger müssen sich jetzt auch mitbewegen. Das heißt, es kommt jetzt alles aufeinander zu. So, wir sind schon fast da. Ich wette, auch dieses Gefummel kann man einfacher machen. Garantiert. Mit Sicherheit, ich kann mir sogar vorstellen, dass diejenigen, wo ich das geschaut habe, ich weiß nicht, wenn ich es noch finde, ich verlinke euch das auf jeden Fall. Aber ihr sah das auch recht leicht aus. Ich breche mir ja so ein bisschen die Finger. Oh Gott, ich mache das jetzt hier einfach ab. So, jetzt kommt mein Stern hier rein. Ja. Das ist nämlich genau der Part, den ich eigentlich jetzt beim Aufbau nicht haben will, dass der Stern hier direkt reinfällt. So. Kann aber sein, also ist fein. Je nachdem, wie exakt man schneidet und arbeitet, kriegt man entweder direkt hier diese Kuppel. Das ist übrigens eine perfekte Dose, finde ich. Also die gefällt mir am allerbesten. Oder man kriegt direkt den Stern, der so ein bisschen reinfällt. Man kann auch das Ganze so ein bisschen rausholen, je nachdem, was der für eine Füllung drin hat. Ich finde aber auch den schön. Und die Farbe hiervon gefällt mir auch richtig gut. So, prädestiniert ist dieser Stern hier dafür, hier oben noch so irgendwie was draufzusetzen. Ich habe so Glitzersternchen gefunden. Ich glaube, Ikea, wenn mich nicht alles täuscht. Glitzersternchen gefunden, die man da oben in diese Mulde oben reinpacken kann. So, ich kriege gleich eine Krise, wenn ich jetzt hier noch weiter fummeln muss. Also, wenn ihr irgendwas Schickes habt, was ihr hier oben noch so als Sahnehäubchen draufkleben oder draufsetzen könnt, fein. Na, weil hier kippt mir so ein bisschen dieser eine Y-Teil darunter. Ja, ist jetzt nicht schlimm, ne? Also das wird noch weiter dekoriert, dann sieht das wieder richtig schick aus. Und wenn ich mir so die angucke und meine perfekte, dann hat die hier wirklich, also die müsste ich eigentlich mal einrahmen.
könnte ein bisschen schwierig sein. Fine. This one ready. Hier muss man noch ein bisschen drücken. Ich hoffe, dass wenn ich euch jetzt hier zeige, wie ich die zuziehe, dass ich mir das Ding dann nicht versau, weil das ist eigentlich noch nicht trocken genug, finde ich, um es zuzuziehen. Ich werde es jetzt todesmutig trotzdem versuchen. Wenn es gleich aufgeht, dann habe ich euch gezeigt, wie man es nicht macht, okay? Kleber ist schon echt eine feine Sache. So. Ja, dafür ist der hier annähernd perfekt geworden. Das ist annähernd, der ist schon echt richtig gut geworden. Je besser man misst, je mehr man sich Zeit lässt beim Kleben und je korrekter man einfach die Falzen zieht, ne, desto schöner ist das Ergebnis und desto weniger Nacharbeit hat man, um irgendwie was wegzudekorieren. So. Meine beiden Döschen sind fertig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe auch, dass die Anleitung, die ich euch versuche, zum YouTube-Video dran zu hängen, oder aber bei Facebook, falls das bei YouTube nicht klappt, ich hoffe, dass sie euch weiterhilft, falls ihr Bock habt, auch sowas zu basteln. Ja, so. So schaut das erstmal aus. 9 Eckdose, 6 Eckdose. Fertig. Und wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, wir haben für beide Dosen, naja, eine Stunde Videomaterial, was ich euch natürlich noch ein bisschen im Zeitraffer mache, aber auch die Schneid- und Falzvorbereitung. Also das Thema, was ist mit einem Tüdelü, 2 Stunden für 2 Dosen, noch undekoriert. Spaß macht es, ich liebe das Papier zu falten. Und ich mag auch, wenn das Ergebnis so rauskommt wie hier, also dass wirklich die Dosen fein sind, dass die Blumen obendrauf fein sind oder Sterne. Ja, und jetzt freue ich mich auf meinen kleinen Feierabend. Und jetzt mache ich Füße hoch und kein Papiergegröße mehr. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich auch wie üblich über Kommentare. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar bekommen, da war ich super glücklich. Vielleicht geht das ja weiter. Und ja, vielleicht habt ihr Bock, das nachzubasteln und mir davon zu berichten. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis demnächst in diesem Kino.